Am Horizont die Sonne aufgeht. Im Sand eine Pyramide steht. Architektur, wohin man sieht. Ja. Willkommen bei Assassin's Creed. So. Und da vorne, direkt zum Einstieg, ist doch gerade mal wieder ein Kollege draufgegangen. Da hat auch einer mal wieder Skills ohne Ende bewiesen. Er liegt auf der anderen Seite der Mauer. Schauen wir doch mal, wo der Kollege ist, der es da verkackt hat. Und warum ist er ausgerechnet hier verkackt hat. Da steht... hallo? Ich weiß nicht, ob du das siehst, aber da steht eine Leiter. Danke. Leider hoch, leider runter, leider hoch, leider runter. Ich muss leider runter. So. Ich habe nicht das Gefühl, dass es hier irgendwelche das Gegner sollte ich gibt. Mir ansehen. Was macht der hier? Ah, voulez-vous coucher avec moi? Das ist wahr. Sehr fortschrittlich gewesen, die Ägypter damals schon Französisch gekonnt. Was ich enorm Beeil finde. Dich. Großmutter sagt, ein Sturm kommt. Ja, drauf. Ich beeile mich Sie ja. Kann ihn schon riechen. Ihre Nase vollbringt wahre Wunder. Was ich enorm finde, wenn man bedenkt, Beeil dass Französisch eine romanische Sprache ist. Ihre Nase vollbringt wahre Wunder. Das Römische Reich. Ja gut, es besteht schon, denn wir sind ja zu Zeiten von Kleopatra. Und die Zeit Kleopatras ist die Zeit, wo langsam das große griechische Reich Alexander des Großen zu Ende geht und das Römische Reich emporsteigt. Rechese DJ Extreme. Mr. DJ Extreme, du scheinst so extrem nicht zu sein, wenn du da eine toten Deckung liegst. Ja, mach dir mal keine Gedanken, ich finde und töte den Schuldigen. Eben ging es doch recht schnell, jetzt sind sie irgendwie. Jetzt rennen sie offensichtlich vor mir weg. Die feigen Ratten. Rüsten wir mal Le Bock aus. Aber jetzt kann sein, dass sie näher kommen. Also, ja, jetzt. Ging's gerade schnell, jetzt entfernen sie sich wieder. Die sind da hinten am Rumeiern. Was treiben die da? Wissen die, wo die hinwollen? Scheinen sich gerade nicht ganz so sicher zu sein. Ja. Jetzt haben sie sich wohl hier irgendwie an dieser Kreuzung ein bisschen verfahren. Hole ich sie nicht wirklich ein. Also jetzt gerade das Wasser durch. Deck mich! Unsere Mission Keiner darf nicht scheitern! Harry, bleib zurück! Du bist tot! Genau, Harry, bleib zurück, du bist tot! Wie heißt eigentlich Harry? Nervig gerade mal, ich muss den Tod bestätigen. Ich reiß dich in Stücke. Deck mich. Den Tod muss ich auch bestätigen. So, habe ich gern gemacht, Kollege. Freund oder Feind? Ah, ein Feind. Ihr seid da völlig blem. Sag mal, von wo schießt der denn? Von da hinten. Ich sehe dich. Oh, ach, das ist so einer. Stimmt, ich habe den Bogen geändert. Aha, habe ich vergessen. Ich hab dich. Pfeilhagel! Pfeile los! Die wissen mir noch nicht so ganz, ob sie abhauen sollen oder ob sie angreifen sollen. Die sind ein bisschen unschlüssig da hinten.
Ich hab was getroffen. Ist ja cool. Aus dem Weg! Hey! Zünd ihn an, jawohl! Alles klar. Ich dachte, wir der Straße folgen in der Ecke, wo überhaupt keine Straße ist, aber ich glaube, diese Stelle hier kenne ich. Die kommt mir irgendwie bekannt vor. Es leuchtet da, ein Feuerchen. Ah, wieder irgendwelche Leute. Mit denen lege ich mich jetzt nicht schon wieder an. Hier bin ich ja überall schon gewesen. Mein Plan war jetzt heute eigentlich, das hatte ich ja verbrochen, mich um die... Deine Zeit ist gekommen! Hauptmission zu kümmern. Tut's mir leid, dass ich hier schon wieder am Rumkämpfen bin, aber... Was soll ich denn machen? Die ärgern mich. Kommen die nur immer her? Also ich habe ja gelernt, dass Pikeniere gerade gegen Reiter immer sehr effektiv sind. Du kannst nicht fliehen. Das hätte man denen auch mal sagen sollen. So. Haben wir es jetzt, ja? Darf ich jetzt wieder? Sehr freundlich. Wo will ich eigentlich hin? Irgendwie darüber oder so, ne? Ja, mein Pferd jammert rum. Okay, lass jammern. Was habt ihr für Probleme? Keine. Guckt nur so. Ja. Und hüpp! So. Beeil dich. Großmutter sagt, ein Sturm kommt auf. Sie kann ihn schon riechen. Wow. Ihre Nase vollbringt wahre Wunder. Ja, ja, das kenne ich, das kenne ich. Ich kann den Jahreszeitenwechsel riechen. Auch er hebt sie aus, auf dass sie wieder unter der Sonne erstrahlt und widmet die Stadt Horus. Auf seinen Schwingen werden... Darf ich dich kurz unterbrechen? Entschuldigung. Willkommen! Willkommen in Letopolis. Ich vergesse nie ein Gesicht, aber deins habe ich noch nicht gesehen. Ich suche nach Tahar. Du hast es! Dein neues Heim! Ein Wunder menschlicher Arbeitskraft. Das große Werk beginnt. Nein, das ist nicht wahr. Du weißt es nur noch nicht. Wir geben jedem Neuankömmling ein Haus. Grab es aus und hilf bei den Bauarbeiten. Ein neuer Anfang. Ich bin nicht hier, um im Sand zu leben. Sprich mit einem unserer neuen Einwohner. Vini. Er weiß, wie befreiend es ist, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Ich kann sie nicht abstreifen wie eine Schlange ihre Haut. Was ein Schwätzer. Ich habe die Geschichten gehört. Ein Führer wird dir dein neues Haus zeigen. Du musst es nur ausgraben und mit öffentlichen Arbeiten helfen. Ja, ja, dann fragen wir ihn halt mal. Ich hab da eigentlich keinen Bock drauf, aber hey, Kollege. Bei den Göttern, was soll ich denn nur tun? Frieden, mein Freund. Was ist geschehen? Die Götter haben mich verflucht. Ich verlor meinen Hof und meine Frau an meinem Bruder Yamu. Und jetzt habe ich auch meinen letzten Besitz verloren. Mein Wagen blieb in einem Graben weit vor der Stadt stecken. Als die Nacht hereinbrach, hörte ich schreckliches Gebrüll. Ich ließ sie einfach zurück. Meine armen Ochsen. Alles, was ich noch hatte. Was soll ich nur tun? Gebrüll? Es gibt keine großen Raubtiere hier. Ich bin trotzdem lieber geflohen. Sie waren die letzten Geschenke meines Vaters. Khufu und Kiera. Und ich habe sie dort gelassen.
Mit all meinem Besitz. Wenn ich dort entlang komme, werde ich sehen, was ich finde. Und jetzt arbeite du erstmal an deinem Haus. Vielen Dank. Mein Haus kannst du zur Rechten vom Tempeleingang finden. Mögest du auf den Schwingen des Horus fliegen. Hier. Ja, genau. Da bei dem Dorf. Großmutter sagt, ein Sturm kommt auf. Ach, lerf mich doch mal jetzt als nicht mit deinem Sturm. Wo ist denn hier eigentlich der Platz des Schwätzers jetzt gewesen? Habe ich mich jetzt total verlaufen, weil irgendwie Großmutter steht da sagt, ein Sturm kommt auf. Eigentlich mein Pferd noch. Ihre Nase vollbringt wahre Wunder. Ja, diese Nase, eine Nase. Geht's denn nicht auch irgendwie um Kleopatra? Sagen Sie mal, haben Sie hier irgendwo ein Pferd gesehen? Da vorne steht's doch. Beeil dich. Großmutter sagt, ein Sturm kommt auf. Sie kann ihn schon riechen. Wenn mal einer von euch der lieben Großmutter sagen könnte, dass sie mit ihrer Panikmache hier nichts erreicht, wäre sehr nett. Dankeschön. Darf ich jetzt mal hier? Gehen Sie mal bitte. Entschuldigung, gehen Sie mal bitte. Ich muss hier mal durch. Hab Wichtiges zu tun. Ich muss dieser Straße folgen, die keine ist. Oder ist das eine Straße hier? Nö. Würde hier unten stehen, Straße folgen. Ist das eigentlich schon romantisches? Sind das hier die Häuser, die man ausgraben muss, um in ihnen zu wohnen? Wow. Ja, das war ja gut, dass ich den Raben habe. War ja wichtig, Jill. Ganz ruhig. Lasst mal sehen, wie ihr euch verfangen habt. Aha. Oh. Ah, noch ein Opfer für dir. Vergiss! Wow. So. Das Brüllen hätten wir schon mal erledigt. Du gehörst mir. Dein Ernst? Ich reiß dir die Eingeweide raus. Viel Erfolg dabei. Ich weiß, ich hätte nicht herkommen sollen. Weiß auch nicht, was mich geritten hat. Na. Ja. Blödes Vieh. So. Will mir hier noch jemand auf den Sack gehen, wo ich gerade hier bin? Na. Ich dachte, ich frage mal so. Du stinkst. Gott. Pferdchen, kommst du mit oder... Gut, dass ich nach euch gesucht habe. Ja. Ich fürchte, Nehi wäre sonst tot und ihr werdet jetzt Löwenfutter. Ja, da fahren wir hier mal um mit den Ochsen, ne? Schönen Scheißdreck hat er da hinten geladen. Barhocker, finde ich super. Oder eine Kneipe aufmachen. Ah ja. Wow. Könntest du jetzt mal aufhören, hier auf der Jesuskrippe zu bauen? Ach, lass mich doch in Ruhe. Das ist ja nicht mein Problem. Ach da. Wer hat denn diesen Wagen so scheiße geparkt? Ach je. Klopf, hallo. Bist du da oben? Der liegt hier und pennt. Hier, wach auf. Bayek! Du hast Khufu und Kiera gefunden. Dann kann ich ja heute vor Freude weinen. Sieh nur, wie viel du geschafft hast, seit ich gegangen bin.
Ich habe etwas Seltsames im Haus gefunden. Es weckt meine Neugier und gleichzeitig jagt es mir Angst ein. Kannst du mal nachsehen? Zeig mal.